Herzlich willkommen zurück hier bei Project Zomboid, der dritte Run. Schauen wir mal, ob wir dieses Mal ein wenig erfolgreicher sind. Beziehungsweise, was haben wir denn hier? Blusenlake Weste brauchen wir nicht. Oh, jetzt haben wir hier gleich mal Patronen. Auch nicht verkehrt. Schuhe. Was haben wir im Kühlschrank? Bananen und Kuchen. Und hier drin Buttermesser. Löffel als Waffe, na klar doch. Buttermesser, Küchenmesser. Das ist doch schon eher eine Waffe. Zwar nicht meine bevorzugte, aber... Gibt es hier im Badezimmer irgendwas Brauchbares? Nee. Das ist ja mal eine relativ magere Ausbeute. Also ich glaube, das wird nicht unser Zuhause werden. Jetzt erstmal das Küchenmesser ausrüsten. Und ja, der Rest, der passt ja soweit. Gut, und so wie es aussieht, müssen wir uns gleich mal ein lohnendes Objekt suchen, in das wir einsteigen können. Warte, die Tür machen wir wenigstens wieder hinter uns zu. Mal sehen, wie lange wir dieses Mal überleben werden. Das letzte Mal lief ein bisschen besser, aber noch nicht allzu gut. So wie es aussieht, sind wir hier direkt am Rand des ganzen Distrikts. Schauen wir mal, wo es hier hingeht. Ich habe dabei noch keine Zombies gesehen. Da unten rechts ist ein Haus. Schau mal, ob ich mich da annähern kann. Da sind auch die ersten Zombies. Und da sind noch mehr Zombies. Die kommen gleich direkt auf mich zu. Ich möchte mir jetzt keinen Fight liefern, ansonsten bin ich gleich wieder platt. Und es ist heiß draußen. Ja, das wissen wir. Hier ist auch gleich noch ein Haus. Okay. Die Zombies haben mich bemerkt. Aber hier ist ein Zaun. Da vorne steht auch ein Zombie. Hier muss es doch irgendwo ein unbewachtes Haus geben. Hier sind zu viele Zombies. So, ich laufe da mal eben eine Runde weg. Auch wenn das nicht so gut ist zu laufen. Okay, scheiße. Wir sind hier da irgendwo in den Suburbs, so wie es aussieht. Okay, abgesperrt. Kann doch nicht so schwer sein. Alter, was sind hier denn Zombies? Haufenweise. Ich laufe nochmal eine Runde. Wie gesagt, sollte man zwar eigentlich nicht unbedingt machen, aber so kommt man ein bisschen von den Zombies weg. Überall Zombies. Ist hier offen? Nee. Und wenn ich da einfach mal... Ah, nein, da steige ich auch nicht ein. Da sind auch Zombies in der Nähe. Ja, ich weiß, es ist heiß und wir werden wahrscheinlich gleich einen Hitschlag kriegen. Okay. Ich versuche es bei diesem Haus. Da scheint niemand in der Nähe zu sein. Oh, das ist eine Bar. Das hat jeder Zombie im Umkreis von 47.000 Meilen gehört. So, die Frage ist, kommt der mir hinterher? Okay, ich werde das schnell. Schüssel, Teekessel. Auch nicht so das Wahre. Sie am Counter irgendwas. Gibt es hier vielleicht einen Lagerraum? Ein Hammer. Das ist wenigstens etwas. Aber sonst gibt es hier auch nichts. Und hier kommt schon ist der erste Zombie, der mich gesehen hat. Gibt es hier im Desk einen Kugelschreiber als Waffe? Nee, danke. Hier im Badezimmer gibt es noch nicht mal ein Spiegelschränkchen oder so. Hier beim Wasserspender, kann ich da was trinken? Ja. Wartet mal, was kann man denn da bauen? Eine Tür? Möbel, Tisch? Zaun? Ah, okay. Das heißt, kann ich auch hier mit Rechtsklick bauen? Ja. Barmöbel. Ich meine, ich habe nichts zum Bauen. Das ist das Problem. Gibt es hier irgendwo einen Hinterausgang? Ja. So, ich werde jetzt nur noch mal eben schnell meine Waffe umändern, damit der Hammer, glaube ich,
doch eher mehr gefällt und kann ich dann das Küchenmesser sekundär ausrüsten. Ich habe zwar keine Ahnung, wie ich da switchen kann zwischen den beiden. So, also da war noch nicht die Erleuchtung. Schauen wir mal, ob wir jetzt irgendwo anders was finden können. Wie gesagt, unser Anfangshaus, das ist es nicht wert, gehalten zu werden. Das da sieht mir ein bisschen größer aus. Kann ich mich da irgendwie vorsichtig an den Zombies vorbei? Okay, da sind definitiv mehr Zombies. Vielleicht muss ich da irgendwie hinten rum. Derweil sind wir nur überhitzt. Nur. Okay. Der Zombie kommt auf uns zu, den werden wir jetzt eine überbraten. So. Na komm schon. Mann, der hat aber. Der ist aber ein bisschen widerstandsfähiger. So, dafür ist er jetzt down. Er hat mich nicht verletzt. Und ich werde eventuell hier bei dem Fenster einsteigen. Oh, da ist ein Zombie drin. Ist es mir das wert? Ja. Oh oh. Ne, ich komme da nicht rein. Das heißt, wieder weglaufen. Also dieses Mal haben sie es mir aber echt hier schwierig gemacht, die Aufgabe. Okay, da hinten scheint die Welt schon zu Ende, also diese Welt zu Ende zu sein. Das heißt, ich befinde mich am Rand der Karte. Wow, aus dem Gebüsch. Na komm schon. Da hinten ist auch noch ein Haus. Komme ich da irgendwie durch? Ja. Nee. Ich pirsch mich hier mal am Zaun entlang. Okay, wenn ich den hier fertig machen kann. Ja, kann ich. Das Küchenmesser ist übrigens definitiv die bessere Waffe als der Hammer. Okay, scheiße. Jetzt heißt es wieder rennen. Jetzt ziehe ich eine riesen Zombie-Horde hinter mir her. Das kann ich echt nicht gebrauchen. Alter. Die folgen mir nämlich alle. Das darf doch nicht wahr sein. Was machen denn so viele Zombies hier? Das gibt's nicht. Wo habt ihr mich hingesteckt? Hineingesteckt und ich kann nicht mehr laufen. Seht ihr da oben hohe Anstrengung? Du kannst kaum rennen. Das darf doch nicht wahr sein. Und die kommen natürlich alle hinter mir her. Ich laufe noch mal ein Stück, aber es hat keinen Sinn. Hier sind viel zu viele Zombies, da bräuchte ich keine Ahnung was für Waffen. Und ich habe da eine Riesenhorde mobilisiert, die hinter mir hertrabt. Jetzt heißt es strategisch, die Ressourcen zum Laufen zu verwenden. Oh, der am Boden war auch noch nicht. Hier komme ich wo rein. Scheiße. Ich glaube nicht, dass da was offen ist, oder? Das gibt's nicht. Nein, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich kann mit meinem besten Willen, ich finde keinen Platz, wo ich hin kann. Kein gemütliches kleines Städtchen und seht euch mal die Zombie-Horde da hinter mir an. Das ist echt kein Zuckerschlecken. Also diese Folge wird wohl ein Runaway-Adventure. Nix wie weg hier, ja, da ist das Industriegebiet. Und noch mehr Zombies und noch mehr Zombies. Jetzt habe ich auch schon Durst, das heißt, ich werde eh früher oder später drauf gehen. Aber dass ich hier kein einziges kleines Häuschen gefunden habe, wo ich einsteigen kann. Ich versuche mit dem Rennen ein bisschen zu haushalten, aber trotzdem ab und zu ein paar Sprints einzulegen. Weil ich kann hier nicht kämpfen, das sollte jedem klar sein. Hier ist eine Parking Lot.
Das gibt's nicht. Irgendwo muss hier doch eine Stadt sein. Es ist jetzt schon fast abends und in der Nacht wird das Ganze hier auch nicht unbedingt angenehmer, auch wenn ich da nicht so einfach gesehen werde, aber dann sehe ich auch weniger. Ich brauche definitiv was zu essen und was zu trinken. Ah, der Zombie hat mich fast erwischt. Komm schon, jetzt bin ich hier wieder irgendwo, wo ich angefangen habe, nehme ich an. Hier ist eine relativ weite erdige Fläche. Ein wenig hungrig, etwas durstig, das geht ja noch. Hitzschlag. Ja, der wird mich irgendwann auch umbringen. Na komm schon, irgendwo muss hier doch ein Haus sein. Ich versuch's mal durch den Wald. Komm schon. Irgendein verlassenes Hüttchen muss man doch finden, wo ich die Nacht zumindest verbringen kann und ein bisschen was trinken und essen hab. Nee, hier ist nur Wald. Wo hat mich das Spiel denn nur wieder reingesteckt? Gleich spielen wir das schöne Spiel Nachts im Wald mit Zombies. Immer wieder gut. Ja, hier ist Denada. Okay, hier ist ein Maisfeld. Ist hier vielleicht irgendwo im Bauernhaus? Panisch bin ich jetzt auch noch. Das heißt, Präzision verringert sich beim Schlagen. Hier ist eine Wiese, aber wo ist das zugehörige Bauernhaus? Hier muss wohl ein Bauernhaus sein. Jetzt hätte ich gerne Ego-Perspektive, weil so sehe ich es nicht. Hier ist ein Haus. Oder zumindest mal irgendwie eine Stallung, also ein Viehgatter, ein Hühnerstall. Oh, nice. So. Das da sieht mir jetzt brauchbar aus. Ist vielleicht sogar die Tür offen? Ja. So, schnell Tür zumachen. Kann ich die versperren? Nee. Ach, scheiß drauf. Alarmanlage. Das ist doch nicht euer Ernst. Okay, ich nehme mir da jetzt ein paar Sachen mit. Haben wir hier irgendwas? Ein Buch brauche ich jetzt nicht. Buttermesser. Tomaten. Was haben wir? Ist da irgendwas im Kühlschrank? Bitte. Ist doch nicht euer Ernst, dass ihr kein Essen hier habt. Ihr seid ein verdammtes Farmhaus. Und wir locken hier sämtliche Gegner an in einem Umkreis von weiß nicht was. Feuerzeug. Schulranzen. Gibt es hier keinen Vorratsraum oder so? Okay, der Alarm ist off. Jetzt schauen wir nochmal hier oben. Uns bleibt ja eh keine andere Wahl. Ist hier was drin? Okay, in diesem Tischchen ist nix. Gürtel lag Pistole. Ja, nur die Patronen, die wir haben, dürften da, glaube ich, nicht zusammenpassen, oder? Ich habe keine Ahnung. Kann ich die? Wie kann ich? Kann ich das irgendwie? Ach fuck, wo sind die? Die hier mit der Pistole? Nee. Nachladen. Okay, doch, kann ich. Das heißt, ich habe jetzt eine Knarre, theoretisch. Ich habe zwar keine Ahnung, wie man damit schießt, aber ich hätte eine Knarre. Das wäre. Ist ja schon fast famos für dieses Spiel. Ich brauche aber trotzdem definitiv erstmal was zu trinken. Und also trinken kriege ich ja vielleicht aus dem. Okay, hier ist gar nichts drin. Unten aus dem Abfluss. Aber hier gibt es kein Holz, um das alles zu verstärken. Hier gibt es gar nichts. Da ist ein so ein einzelner Zombie. Der wäre mir ja egal. Mit dem werde ich fertig. So, trinken wir erstmal was. Etwas zu essen wäre super. Habe ich nicht was mitgenommen? Ein Päckchen mit Tomaten-Saatgut. Ja, damit kommen wir nicht weiter. Aber das heißt, wir könnten eventuell mal was anpflanzen. Ist doch super. So, auf dem Rücken tragen. Schläfrig. Ein Schläfchen wäre angebracht. Ja, das kann ich ja machen. Aber ich traue mich noch nicht so recht. Und ich verstehe nicht, dass da. Ah, hier ist doch was da. Sehr gut. Essen. Einen Apfel. Ein bisschen Milch trinken wir auch. Radieschen essen wir.
Halt, warte nochmal. Und die nehmen wir mit. So, will ich da jetzt wirklich? Ich meine, gegen den einen Zombie hält die Tür oder das Fenster wahrscheinlich relativ lange. Also kann ich ja theoretisch. Scheiße, jetzt ist das Fenster aber kaputt. Baseballschläger. Also bevor ich hier schlafen kann, muss ich erst noch einen Zombie töten, habe ich so im Gefühl. Ich schaue nochmal nach unten. Ja. Und ich sehe hier nichts. Dafür äußerst effektiv. Kann ich. Na, ich bräuchte Bretter und Nägel, um hier was bauen zu können. Jetzt ist die Frage. Erlaube ich mir Schlaf, obwohl es hier definitiv nicht safe ist? Schließe Tür. Kann ich sie abschließen? Nee. Ich versuch's einfach mal. Schlafen. Ja. Und jetzt schauen wir mal, ob wir es überleben oder nicht. Sieht ganz danach aus. Nice. Ja, wir haben bis um 6 Uhr morgen überlebt und haben geschlafen. Und das, würde ich sagen, ist ein guter Punkt, um eine Pause zu machen und den nächsten Tag anzufangen. Also der Bauernhof, der kommt mir hier schon ganz gut vor. Da finden wir sicher ein paar Sachen. Wir dürfen also gespannt sein, wie es hier weitergeht. Hier bei Let's Play Project Zomboid, unser dritter Run. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris.